Gut, ist jetzt kein Verlust, das Auto hier stehen zu lassen, aber egal. So, ich hätte gern ein Auto. Ja, bitte sehr, danke sehr. Hinaus! Ich leih mir das Ganze mal. Okay. Da muss ich wohl zu Fuß rein. Da ist Candy. Sie scheint wieder mit dem Kongressabgeordneten Shrub zusammen gewesen zu sein. Yo, Candy. I'm looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. What the hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Whoa. Bin fort. Schnell weg. Ja, die Candy Sachs, die haben wir ja schon mal gesehen, habe ich gerade festgestellt. Das war ja die Dame, die wir schon mit dem Alex Shrub auf der Party gesehen hatten. Ganz am Anfang, falls ihr euch noch irgendwie erinnern mögt. Haha. Puff, geh zurück und hole Candy, geht klar. Ja, das war einfacher als gedacht. Ja, die hatten wir am Anfang schon mit dem Kongressabgeordneten Shrub auf der Party gesehen. Das ist gleich in der ersten Folge, nein, ich glaube am Anfang der zweiten Folge ist das gewesen. Oh, ich sehe gerade. Das ist aber schön. Also wenn wir die Parkuhren umnieten, dann kriegen wir Geld dafür. Das finde ich sehr, sehr schön. Okay, Aufbruch. Steig ein. Die Frau kann ja nicht mal mehr die Beine beim Laufen zusammennehmen. So oft wurde die schon geritten. Also ich weiß nicht, wer sowas sexy findet, aber gut. Ach, hier gibt es eine Hütte zu kaufen. Das ist schön. Aber ich will mein Geld eigentlich lieber aufsparen für die ganzen Etablissements, die wir noch so erwerben können. Denn ich denke, davon wird es noch ein paar geben. So, jetzt müssen wir aber mal irgendwie hier... Oder? Ja, geh mal weg. Ach! Sieh mal einer, guck. Hey, Mercedes. Hey, Tommy. You want a party? Not now, sweets. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. Schlampe. Bring die Girls ins Studio zu Steve. Ja, natürlich. Ach, hier ist ja schon eine Karre für uns. Sehr praktisch. Ich frage mich jetzt bloß gerade, woher Tommy wusste, wo die gute Dame ist. Die Lady. So, dann wollen wir mal. Brausen wir mal hier oben lang. Da haben wir wenigstens keinen Verkehr. Hui, das war jetzt nicht ganz so geplant. Aber wir kommen wieder auf alle vier. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. War das jetzt die dumme Candy Sachs, die sich beschwert hat? Das blöde Stück. Denn wie Mercedes klang es ja nicht. Ich glaube, da hätte das ein bisschen schlampiger geklungen. So. Dann sind wir auch schon da und haben auch schon die erste Mission geschafft. Das war eigentlich gar nicht so schwer. Hinein. Und ab zu Stage D. Hey, Tommy. You coming in for a warm-up? Na klar. Ach, schade. Epischer Gang der beiden Oberschlampen in dieser Stadt. $1000. Leicht verdientes Geld. Und wir machen eigentlich direkt weiter, würde ich sagen. Jawohl. Her mit dem nächsten Auftrag. Der Dildo-Jet. Das klingt doch schick. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right?
get those flyers printed up? Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Ladies and gentlemen, welcome to another session of GTA Vice City. Aber warum stehen wir jetzt hier? Das hat den einfachen Grund, dass wir einen geringfügigen Absturz hatten, aber dazu komme ich gleich. Tommy. Sonny. Obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun or your new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Ey, ganz gechillt bleiben, Alter. Ist ja alles gut, Mann. Also wir hatten folgendes Problem. Das Spiel ist ja abgestürzt, als wir in die Filmstudios rein sind, um den nächsten Auftrag anzunehmen. Und das Problem an der ganzen Sache war, es ist immer wieder abgestürzt an der Stelle. Ja, das Ganze lässt sich zwar beheben, indem man das Ganze umpatcht, aber dann funktioniert unser Spielstand nicht mehr und das wollte ich jetzt nicht unbedingt, also nochmal von vorn anfangen, was man wahrscheinlicherweise verstehen könnte. Und deswegen habe ich mal mich ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, wir müssen die Missionen für die Filmstudios überhaupt nicht lösen, um das Spiel zu beenden. Das heißt, wir lassen sie einfach aus und ich erzähle euch jetzt einfach mal, was dort passiert wäre noch, während wir direkt mal zu Phil fliegen, wenn, ja, natürlich, wunderbar, während wir zu Phil fliegen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also, die nächste Mission wäre ja der Dildo-Jet gewesen. Ja, Klappe hier, wir machen jetzt erstmal das Radio aus. So, denn ich erzähle ja. Die nächste Mission wäre der Dildo-Jet gewesen. Wir hätten nicht ganz jugendfreie Plakate verteilt in der Stadt, und zwar indem wir ein Wasserflugzeug gesteuert hätten, was sich wohl nicht so toll lenken lässt. Wir hatten das Ganze schon festgestellt, also ich hatte das Ganze schon festgestellt, als wir für die nette Antipoulet die ferngesteuerten Flugzeuge fliegen durften. Das war schon nicht allzu doll. Ja, das wäre die Mission gewesen und anschließend hätte es ein Problem gegeben mit dem Kongressabgeordneten Alex Shrub, der für seine neue Wahlkampagne etwas auf einmal, obwohl er eigentlich nie etwas dagegen hatte, etwas gegen Pornofilmchen unternehmen will und die ganze Sache illegalisieren will. Das passt uns natürlich überhaupt nicht in den Kram. Oh, wie schön. Das nehmen wir doch mit. Das passt uns natürlich überhaupt nicht in den Kram, so dass wir da einschreiten müssen. Und dazu begeben wir uns auf... Oh, wie schick. Begeben wir uns dort auf Paparazzi-Missionen und schießen ein paar prekäre Fotos von Alex Shrub, der zusammen mit der guten Candy Sucks, die wir ja in der ersten Filmmission schon getroffen haben, merkwürdige Spielchen treibt, Rollenspielchen. Er spielt dabei die Frau. So viel kann man sagen, und ja, unter eifriger Polizeiverfolgung darf man dann zurück mit den Filmaufnahmen oder mit dem Film in die Studios, und in der dritten Mission, oder ja, in der dritten Mission, die wir jetzt verpassen, gibt es eine Marketingaktion, dass wir mit Motorrädern, da bin ich überhaupt nicht traurig drüber, dass wir das nicht machen müssen, über Dächer springen müssen, um zu einem Scheinwerfer zu kommen, mit dem wir dann eine Werbung auf eine Häuserfassade werfen. Das war es eigentlich schon. Mehr ist da überhaupt nicht passiert. Und jetzt sind wir bei Phil, der ja gesagt hat, hey Alter, komm mal vorbei, es war cool mit dir. Ja, und das machen wir auch direkt, nachdem wir hier ein bisschen umgepackt haben, seinen coolen Patriot. Denn der gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Achso, was noch dazu zu sagen ist, ich trage hier die Bankräuberklamotten. Ich habe zwischendurch natürlich offscreen auf dem Weg von den Filmstudios bis hin zu Dias Anwesen, beziehungsweise unserem Anwesen, noch schnell einen Stopp im Malibu Club gemacht, um dort das Geld einzusammeln. Und dabei mir kurzerhand mal die neuen Klamotten zugelegt, weil ich das Outfit eigentlich ganz witzig fand. So, jetzt aber mal los hier. Mal gucken, was jetzt kommt. Der Waffenschieber. Bill, run! Run!
Alter Spinner. Never get a naked lady too close to one of Phil Cassidy's moonshine stills. Shit, Phil. You drink that stuff? Hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will set you off. Listen, Phil. You said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner. Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey. Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Ja, wir haben ein kleines Problem. Und zwar war der Untertitel weg. Warum auch immer. Ich hoffe, das war jetzt bloß in der Mission. Moment mal, ich guck mal kurz nach. Also was wir machen sollen, wir brauchen Hardware, also nette Waffen, und da erzählt uns Phil, dass es da einen konkurrierenden Waffenschieber gibt, der seine Ware verteilen will, und wir sollen seine Ware vom Wagen runterrammen. Ist das jetzt Audio? Nein, Sprachen müsste das ja sein, oder? Vielleicht auch nicht. Wir sollen die Ware vom Wagen runterrammen und den Kerl bei der Gelegenheit gleich noch mit platt machen. Ach hier, warum ist denn das aus? Meine Güte. Also an und zurück. Ja, machen wir gleich so. Hoffen wir mal, dass es jetzt wieder drin ist. Und wir haben wir sonst noch irgendwas? Wir können eigentlich mal gucken gehen hier in der Hütte. Ja, aufgemalte Waffen oder sieht ganz so aus. Soll wahrscheinlich ein Sammelsurium an großkalibrigen Waffen darstellen. Wirkt jetzt aber nicht allzu authentisch. Ja, ansonsten lebt er jetzt auch nicht wirklich schick, muss man so sagen. Was haben wir hier? Chicks and Guns. Ja. Also, wie sich das für so einen Kerl gehört. Knarren und Weiber. Was soll man sonst an der Wand haben? Dann wollen wir uns jetzt mal aber auf den Weg machen. So schick ist es ja hier jetzt auch nicht. Haben die den jetzt umgeparkt? Egal. Wir schnappen uns mal natürlich diese tolle Muni hier oder diese ferngesteuerten Granaten und begeben uns jetzt auf den Weg. Wird ja auch Zeit. Ja, der DJ saved unser Life jetzt mal nicht. Mal schauen. Bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt so werden wird. Ich habe das eigentlich so in Erinnerung, so ganz grob, dass die Missionen für Phil ziemliche Nazi-Missionen waren. Die Granaten habe ich schon ausgerüstet. Okay, und davon haben wir auch schon unsere Kollegen. Dann begeben wir uns mal hier rüber. Und präparieren ein kleines Willkommensgeschenk. Du darfst dann auch wegfahren, du blöder Taxifahrer. Ach, na super. Dieser Penner. Ach, reicht trotzdem. Wunderbar. Ach, verdammt. Na gut, dann jetzt auf die gute Alte. Ach, die sind schon tot. Okay. Dann her damit und auch her damit. Da bin ich doch überhaupt nicht gegen. So, und weiter. Also wenn das so auf dem Schwierigkeitsgrad bleibt, dann habe ich da nichts gegen. Der wartet sogar auf uns, das ist aber freundlich. Zack. Komm, gib die Kiste her. Jawohl, zacki zacki. Der Waffenhändler hat die Ladung verloren, dankeschön. Hier, warte mal. Ich soll euch doch platt machen. Hallo? Hallo, platt machen? Und ja, ich gehe dann mal. So, halt, hier drüben. Andere Richtung. Und dann machen wir mal fröhlich so weiter und rammen die zwei Vögel auch noch weg. Wenn das zwei sind, ich weiß, ja, sind's. Okay. Attacke!